In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Software-Update für Ihre Sketch PP1 durchführen können. Um das Update ausführen zu können, müssen Sie die Sketch zunächst mit der Aspira-App verbinden. Klicken Sie dafür oben rechts auf das Icon und verbinden Sie Ihre Maschine via Bluetooth. Falls Sie Hilfe bei der Verbindung benötigen, haben wir dazu ein extra Video aufgenommen. Den Link dazu finden Sie in unserer Videobeschreibung. Wenn Ihnen die Sketch nach der Verbindung dann angezeigt wird, klicken Sie einmal auf den Namen. Hier sehen Sie nun alle Details und Einstellungsoptionen zur Maschine, inklusive der derzeitigen Softwareversion. Falls ein neues Update verfügbar ist, bekommen Sie das ebenfalls hier angezeigt. Um das Update durchzuführen, müssen Sie die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen. Anschließend wird Ihnen dann die neueste Softwareversion angezeigt.